Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhein-Main-Szene. Wie ihr seht, befinde ich mich schon wieder auf dem roten Teppich. Und dieser rote Teppich führt zur Top-Lounge-Party, die dieses Mal im Hofgut Trages stattfindet. Das Top-Magazin lud dieses Mal zu einem ganz besonderen Event. Ein ganztägiges Golfturnier mit anschließender Top-Lounge-Party im wunderschönen Golfclub Hof Trages. Schon um 9 Uhr morgens war die golfbegeisterte High Society auf den Beinen und trotz frühmorgendlicher Betätigung zum abendlichen Beisammensein gut gelaunt und topfit. Wir wurden gut verpflegt unterwegs. Wir haben mehrere Stationen bekommen, wo wir zu essen und zu trinken bekommen haben. Und später gab es noch eine Massage, bevor wir zum Duschen gegangen sind. Da kann man das schon ganz gut aushalten über den Tag. Bevor sie auf die Driving Range gegangen sind, wollten sie sich nicht vorher massieren lassen, sondern lieber hinterher. Und die Aktion fanden sie ganz gut und wurde dankbar angenommen. Das Turnier hat ja erst um 11 angefangen. Ja, und ich war auch noch nicht um 9 Uhr hier. Aber es war sehr schön, die Veranstaltung war ganz toll organisiert und wir hatten eine super Verpflegung, es war danach ein sehr schöner Empfang und jetzt hoffen wir auf einen schönen Abend. Auf der Party nach dem Turnier wurde der Sieger geehrt, auch wenn alle tagsüber ihr Bestes gaben. Die Golf-Trophy bekam nur der, der am besten einlochte. Und der Gewinner war ganz besonders stolz auf seinen Sieg. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, aber unterwegs lief es ganz gut. Und da ich gehört habe, dass es allgemein schwierig war, ist die Rechnung aufgegangen. Auch die, die den Golfschläger zum ersten Mal oder noch gar nicht geschwungen hatten, waren froh, einfach nur dabei zu sein. Also ich denke, das geht noch ein paar Stunden. Wir sind auf jeden Fall total müde. Wir sind seit 9 Uhr hier, wie Sie schon gesagt haben. Und für uns nur noch eine Stunde und danach, denke ich, ist aus. Oh, wir waren gar nicht dabei. Wir sind erst zur Abendveranstaltung gekommen und haben nur die Gewinner kennengelernt, aber ansonsten haben wir gar nicht mitspielen dürfen. Genau, so ist das. Und wir haben uns vorhin ganz interessiert die Liste angeschaut von den Gewinnern, haben mit dem Gewinner persönlich kurz gesprochen. Golf ist ein sehr interessanter Sport, aber heute haben wir nicht mitgespielt. Nein, leider. Zum Golfen hatte ich keine Zeit. Ich golfe auch bislang noch nicht, aber das macht wirklich Lust darauf, weil ich heute Morgen noch gedreht habe. Und dann dieses Abenteuer hier raus aufs Land gewagt habe und es hat sich gelohnt. Aber das nächste Mal vielleicht auch mit dabei bei der Golf Trophy. Die Krönung des Abends war die Verlosung einer Reise nach Bangkok. Diese diente dem gemeinnützigen Zweck und kam der Jugendförderung im Golf zugute. Rundum ein gelungener Tag und Abend, wie auch der Besitzer des Golfclubs Hof Trages fand. Resümee, das war ein toller Tag. Wir freuen uns. Übermorgen stellen wir die Uhren um. Fängt der Wintersaison an. Ich glaube, leider, das war einfach die letzten schönen Golftage bis jetzt von Golf gesehen. Und heute Abend waren auch wahnsinnig viele Leute trotzdem hier rausgefahren. Eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt. Und ich glaube, die haben alle einen tollen Tag gehabt. Der Party läuft immer noch und wir bleiben dabei. Es war allerdings nicht nur eine gelungene, sondern die wohl längste Top-Lounge-Party. Party, oder? Wir sind gut drauf. Wenn wir erst seit 20 Jahren oder 25 Jahren uns kennen, werden wir schon richtig noch aussetzen hier. Okay. Schauen wir mal. Wir haben Zeit, wir haben Lust. Wird spaßig auf jeden Fall. Wir bleiben ein bisschen länger. Auf jeden Fall, natürlich. Da ich ja weiß, dass wir unter uns sind, ja, kann ich dir sagen, dass schon einige Golfer zwar um 9 Uhr angefangen haben, aber bereits um 12 Uhr betrunken waren und sich um 19 Uhr der Zustand nicht verbessert hatte und die sehe ich immer noch munter hier rumlaufen. Also ich gehe davon aus, dass wir auch heute hier wieder durchaus bis 2, 3 Uhr in der Nacht feiern werden. So wurde noch bis tief in die Nacht gefeiert. Und wir sind schon gespannt, was die Top-Lounge-Veranstalter das nächste Mal für ihre Gäste bereithalten. Meine Lieben, vom High Society Event geht's jetzt gleich weiter zur größten Bowlingbahn im Rhein-Main-Gebiet. Aber erst gleich nach der Pause, also bleibt dran.